Und kann man da oben schlafen? Ich glaube jetzt nicht. Mache ich jetzt auch nicht. Ich tue hier oben nur einmal ausleuchten. Oder? Soll ich das machen? Nö, ich habe da keine Lust, oben zu schlafen. Das wird jetzt so ein ganz einfaches Häuschen sein. Ich würde ganz gerne noch so ein bisschen Holz verbauen, so einen Balken draus machen. Das mache ich auch. Auch wenn es etwas verschwenderisch ist, aber trotzdem, da kann ich jetzt einfach nicht drum rum. Giraffe. Entschuldigt. Giraffe ist ein Keimwort, weil ich im Let's Play benutzen will. Das einfach nur unhöflich gegenüber den Leuten ist, die es erfunden haben, beziehungsweise gegen den Macher von Giraffe. Und sowohl als Schimpfwort. Okay, ich wechsle jetzt mal ganz kurz hier den Soundtrack. Windows Media Player ist sowieso zum Kotzen. So, jetzt will ich sehen, was passiert. Ich hoffe, die Aufnahme bricht nicht ab. Jetzt gehe ich auf meine Let's Music List. Die Lautstärke ist beibehalten. Passt. Das sieht. Ein Schrottkabel in einem Tempograph, dahin ist mein Schlaf. Sehr wortfreudiges Let's Play. Ich könnte jetzt natürlich nochmal über Iron Man 3 reden, aber ich habe dieses Thema schon mit Michi durch totgeschlagen, den ihr noch nicht kennt. Der ist übrigens als Nacke Eckert, nee, Quatsch, ja, der Kaiser Naracke in der Beschreibung in meinem Kanal verlinkt. Und ja, das sieht jetzt sehr toll aus hier, dieser Balken. Beziehungsweise ich kann die eigentlich so machen. Das sieht schon besser aus. Dann mache ich das so. Ich baue mit einer Schaufel Holz ab. Wieso? Weil ich's kann nur. Ja, genau. Und dann bleibt das hier nämlich auch. Entschuldigt, da ich jetzt wieder im Giraffenmodus bin, das aktiviert sich bei mir so ab und zu. Ich sage wieder Scheiß oder Mist. Das ist, glaube ich, besser fürs LP. Hat LP gesagt, was soll das eigentlich? Warum bin ich heute so komisch drauf? Vielleicht habe ich einfach zu wenig Koffein zu mir genommen. Oh, und wieder einmal ein tolles Lied. Ja. Schade, dass es nicht die Pocket Edition ist. Da hätte man einen Stonecut reinklatschen können. Eigentlich schon ein bisschen blöd. Glaube ich, ich lasse die Folgen generell jetzt hier in 20 Minuten Parts. Mache ich so. So, jetzt habe ich kein Holz mehr und keine Setzlinge dafür und es wird dunkel. Ist sehr entsetzlich. Oh doch, da ist noch etwas Holz. Oh. Ich lege mich jetzt erstmal ins Bett und dann tue ich mir irgendwo ein paar Bäume schlachten außerhalb des Blickfeldes vom Haus hier. Render Resistance müsste eigentlich normal gestellt sein. Er müsste normal gestellt sein. Das ist ja ganz schön, ne? Sieht eigentlich auf der Minimap ganz cool aus, das Haus. Also jetzt war auch wieder nur als Cobblestone-Ding, aber so mit dem Tümpel daneben. Moment. Hallo, hallo, Schafis, hallo, Schafis. Moment. Hallo, Schafis, na? Klips, nackisch. Habe ich dich eingesammelt? Ja, habe ich. Ich habe den gesammelt. Ich habe eingesammelt und der ist so süß und klein, den dann baue ich den hier ab. Baue da gleich einen neuen hin. Ich brauche ja ehrlich gesagt nicht viel. Ich tue mir dann nämlich irgendwo eine Baumfärmchen hinmachen. So, jetzt will ich aber was wissen. Okay, gut, dann kriege ich nur entsetzliche Setzlinge. Oh Gott. Dann kriege ich nur Setzlinge. Ich brauche eigentlich nur einen Setzling. Aber vorzugsweise zwei, weil dann könnte ich den Baum nämlich auch gleich wieder nachpflanzen. Das mache ich ganz gerne. Dann habe ich nämlich, ich mache es einfach deswegen gerne, weil ich dann die Sicherheit habe, dass das wieder aussieht wie vorher. Und wenn ich Glück habe, wächst du dann großer raus. Und jetzt habe ich eigentlich zwei. Ich gehe ja. Drei, das reicht. Zwei reichen. Super, perfekt. Da geht die Sonne auf. Super, so schön. Und da fällt mir gerade eigentlich auf, dass ich hierhin auch noch... Was ist das denn für ein Gebilde da hinten? Moment, wie muss ich gucken, damit ich das sehe? Gott, sieht das geil aus. Moment, ich mach mal auf. Das hier, das sieht doch geil aus. Das gucke ich mir auf jeden Fall an. Da habe ich jetzt schon mal eine Richtung, die ich gehen werde. Ja gut, das mache ich dann von außen. Ich würde aber sagen, dass ich hier. What the fuck? Nein, da wollte ich ehrlich gesagt gar nicht. Oder? Wollte ich das? Nee, wollte ich nicht. Habe ich mir doch gedacht. Ich wusste, dass ich das nicht wollte. Schade eigentlich.
Warum muss ich das bloß, weil ich mich kenne? Boah. So, lasse ich das so. Ja, das lasse ich so. Lässt sich anbieten, ne? Kann man doch anbieten. Habe ich jetzt kein Glas mehr? Habe ich das hier reingelegt? Nee, ich habe es nicht hier reingelegt. Wo habe ich denn mein Glas hin? Ich habe jetzt nicht echt ein Glas verbaut, oder? Ich sehe es wie immer nicht, oder? Doch, ja, ich sehe es wie immer nicht. Habe ich ja gesagt, ich sehe es wie immer nicht. So. Und da und da. Eigentlich kann ich auch mit Tropenholz arbeiten. Also generell brauche ich jetzt hier keine Eichenfarm hinsetzen. Eichenfarm. Die Fresse. Aber, YOLO, YOLO! Oh, YOLO finde ich ehrlich gesagt ganz cool. Was? Du findest YOLO cool? Nein, ich finde YOLO nicht cool. Ich finde aber den Spruch so als Satire super witzig, wenn ich dann durch die Gegend laufe und YOLO, YOLO, YOLO! Einfach lustig. Also ich finde diese Art von YOLO-Humor, also YOLO-Humor, lustig. Ja, keine Ahnung, ob ihr das nachvollziehen könnt. Keine Ahnung. YOLO, YOLO! Finde ich toll. Also ich finde YOLO an sich als so verarscht, zum ab und zu mal so rumspasten, ganz lustig. Aber als ernsthafte Lebensphilosophie am Arsch. Ganz ehrlich. Also ich kann es schon verstehen. Ich verstehe, wieso die Leute das mal sagen, tun und... Ja, aber ich finde es doof. So, 1, 2, eigentlich könnte ich mir da oben schon was hinbasteln, aber das lasse ich jetzt. Ich lasse das so, ne? Ich könnte jetzt natürlich auch noch hier was hinbauen oder so. Oder da oben mal Licht hinmachen, aber hier spawnt dann eh nichts. Hier spawnt dann eh nichts und ich leuchte etwas besser aus. Das sieht dann auch ästhetisch etwas schöner aus. Und tu das hier hinmachen. Und hier. Oder? Nein, ich habe sogar noch eine bessere Methode. Ich liebe dieses Bau, diese Art von Bau mit den Pfeilern. Dann kann ich nämlich einfach so hier und hier hin. Hier und hier hin. Da und dahin. Und dann ist das ganze Haus auch schon super ausgeleuchtet. Total adäquat gelöst. Akkurat meine ich. Adäquat und akkurat sind zwei verschiedene Dinge, Team. So, wie viel hast du jetzt eingeschmolzen? 4, das ist doch viel zu wenig. Ich dummer Idiot. Oh Gott, wieso bin ich so müde? Warum bin ich jetzt wirklich so müde? Ich trinke jetzt mal einen Energy Drink aus. Nehme ich eine Stunde auf, das sind knapp 6-5 Folgen. Aha. Ein Wuffi. Hole ich mir. Also 5 Folgen. Geht eigentlich. Eine ganz ordentliche Aufnahme, ich muss dazu sagen. Also generell die letzten paar Tage lief das mit den Aufnahmen total super. Also ich habe jetzt heute eine Folge. Oh, blöd, Mann, kein Schaf töten. Aber ich kann dich ja verstehen, Junge. Nee, aber. Und ich mach dich gelb. Und also, ganz ehrlich. Ich bin schon wieder bei ganz ehrlich. Also ihr merkt, dass ich gerade eben ein wenig müde werde, aber das legt sich gleich wieder, wenn ich irgendwas anderes mache. Es tut mir aber sehr leid, dass ich jetzt gerade so etwas am Abduseln bin. Aber um aufs Thema zurückzukommen, ich hab's vergessen. Entschuldigung, ich bin so dämlich, entschuldigt, ich hab's vergessen, verdammt. Oh Gott, schlagt mich bitte nicht, ich hab's vergessen. Und ich verhunzel gerade eben mein Inventory. Warte, bleib stehen. Bleib stehen, habe ich gesagt. Oh, dummer Hundi. Der könnte sowieso mal ein bisschen Fleisch vertragen. Habe ich Fleisch dabei? Nee, natürlich nicht. Aha, so sieht also gelb aus. Finde ich total süß. Was mache ich denn jetzt daraus? Der sieht total scheiße aus mit dem Gelb. Scheiße, Mann. Oh Gott, was mache ich jetzt? Wie viele Wolle habe ich denn? 7. Dann baue ich mir erstmal ein Bett für unterwegs. Bettchen. Upp, dich. Okay, ja, stimmt, brauche ich jetzt eigentlich gar nicht. Ich tue mal kurz hier die Kiste einbein. So, Sachen, die ich hier lasse. Das hier lasse ich hier. Ja, ich kann nicht voraussetzen, da ich hier zurückkomme, deswegen nehme ich das mit. Ich lasse das Eisen will ich auch mitnehmen. Ich lasse das Gold hier. Ich lasse die Rose hier, meine überflüssige Rose. Ich habe so viele Stöcke dabei, wusste ich gar nicht. Ich lasse Holz brauche ich. Das hier. Ich lasse den Sand hier. Ich lasse die Farbe hier. Ich lasse das hier. Ich habe viel zu viel dabei, fällt mir gerade ein. Ich lasse die Wolle hier. Ich lasse das hier. Ja gut. Passt schon so. Eigentlich bräuchte ich mehr Cobblestone. Aber die kann ich mir auch ein andermal fahren, ne? Farmen, ne? Okay, was mache ich jetzt mit diesem hässlichen Halsband? Habe ich irgendwas Dunkles dabei oder gibt es irgendwo Octopussies? Auf jeden Fall ist das Holzhaus jetzt fast fertig. Das Eis soll ich noch schnell machen. Okay, Moment, klappt die Handschuhe und Inventar ordnen. Wo ist denn dort? Hier ist dort.
Dürtel. Ich tue mir irgendwie eine andere Farbe besorgen, weil rot hat der ja schon, das werde ich jetzt nicht unbedingt benutzen und wir haben 55 Minuten und Spanking. Ich will am liebsten... Wieso kriegt er so viel? Ich dachte, er kann nur maximal 3 droppen. Neue verquere Welt. Nein, also was auch eine coole Farbe wäre... Ich habe ja braun, ich kann ja was mit braun machen. Braunes Halsband, das ist cool. So. Jetzt habe ich genug Wolle, dann mache ich noch ein paar Bilder irgendwo hin. Oh, jetzt geht die Folter wieder los. Ich glaube, ich mache die hier doch lieber weg und mache wieder so einen wie gerade eben. Tut mir sehr, sehr leid. Das geht ja genauso schnell, wie wenn ich mit der Hand mache. Und im Bett. Ja, ich baue es mit dem Bett ab. Ich bin cool. So, wo haben wir sie denn? Da sind die Eichenbretter. Und jetzt habe ich wieder verbaut. Ich verbaue mich. So, gehe ich rein. Und der Soundtrack geht echt lange. Also ich weiß, dass dieser Song hier echt wirklich lang geht. Sieht ja gerade eben noch relativ kahl aus. Kalkgon. Ach, bin ich wieder lustig. Oh Gott.